Ja, liebe Leute, ein schwerer Kampf gegen Morimoto ging zu Ende in der letzten Folge. Wir haben es geschafft, ihn zu besiegen. Und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Raum, der aus diesem Hotel hier noch fehlt. In diesem Teil des Hotels gibt es ja noch einen zweiten. Ich bin für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit besteht darin, neue Spielideen zu entwickeln. Daher spielt ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Cool. Hast du die Musik im Hintergrund? Nicht da von mir? Ja, Björk. Hep, und Hep. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist gerade, sieht aus, als würde ich so Pokébälle werfen. Okay. Hi, ich bin der Projektleiter. Donnerwetter, du versuchst also den Pokédex zu vervollständigen. Super, Gap. Für dich auch. Ich hab sie dir alle. Ich hab dir etwas, was dir dabei helfen könnte. Ein Superfangpin, okay. Sag ja. Aber es ist doch gut, wenn der wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit, einen Superfang hinzulegen. Komm wieder, wenn du deinen Pokédex vervollständigt hast. Jawoll. Geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der tatsächlich. Dass wir den nochmal anlegen oder so? Weil, offscreen will ich ja noch die Pokédex so weit wie möglich vervollständigen. Das wäre ja cool, wenn wir das schaffen würden. Ich weiß gar nicht, wie das momentan aussieht. Ich habe ja, während ich Glurak trainiert habe, nebenbei noch in der Puck, Dings noch ein bisschen was gefangen. Okay, gut. Wir müssen ihn also nicht anlegen, wir können natürlich weitermachen. So, und ich hätte erwartet, dass in diesem Hotel noch ein bisschen was ist. Aber dann haben wir den auch erledigt und wir gehen heute in die nächste Runde. Okay, es geht heute mit noch einem anderen Teil weiter, das ich eigentlich machen wollte. Eigentlich wollte ich das hier machen. Aber dann müssen wir noch mal in den zweiten Teil vom Hotel. Das möchte ich nämlich jetzt heute noch gerne machen. Moment. Das muss ich auch abgeklärt. Hier ist der. Ich habe die ganze Zeit nach der Treppe gesucht. Ja, ein Aufzug. So. Okay, es gibt wieder noch einen zweiten Teil von diesem Hotel hier. Auf der anderen Straßenseite meines Wissens. Weil den haben wir noch nicht geguckt. Und zwar diesen Teil hier. Das machen wir nämlich heute. Oh, ein U-Hafen hier. Ich warte hier auf jemanden. Ein FM erhält mit seinen Ultraschallwellen nach Ausschau. Ach, das ist ein. Ach, FM natürlich. Klar, U-Hafen hier ist die Weiterentwicklung. Okay, ist nicht viel los. Okay, Ecke nicht. Gar nicht. Okay. Dann kommen wir. Also, die Dame ansprechen. Du kannst ja aussuchen, welche der beiden Häuser von Hotel Idionia du nächtigen möchtest. Leider habe ich da gar keine Zeit für. Wir müssen nämlich heute weitermachen mit der Story. Bisschen was zu tun. Und zwar die ganze After-Story mit Schildrich und Schwerthold. Die haben wir nämlich noch gar nicht angefangen. Das machen wir nämlich. Und ihr fragt gerade, hä? Schwerthold? Schildrich? Was? Das ist mit dem zu dem. Ja, das machen wir noch, wie gesagt. Genau. Cool, einer da. Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste jemand sagen, meine Frau lässt mich warten. Es ist allerdings nicht immer ratsam, alles beim Namen zu nennen. So, versuchen wir hier mal anzufangen. Oh, diese Unruhe tut doch sehr viel beim Reinemachen aus. Aber scheint verträglich, weil sie sich viel mehr darüber mit Müll gefüttert zu werden. Ja. Oh, cool. Also Müll. Ja, so Müll bei dem Pokémon. Cool. So, weiter geht's mit der nächsten Tür. Ah, das war das, was ich eigentlich genau machen wollte die ganze Zeit. Das ist, hat mir. Habe ich gedacht, okay, in meinem Hotel an der letzten Tür, dass es das ist. Aber hier gibt es auch ein kleines Szenario für euch. Das bedeutet, dass der Schuldige unter uns befindet. Nanu, wer bist du denn? Ich befinde mich hier gerade mitten in meinen Schlussfolgerungen, also stör mich nicht. Wer war ein verdächtig, Kriminelle zu sein? Bist du auch hier, um dich verdächtigen zu lassen? Ich will einfach nur, dass du mich schnell gehen lässt. Oh, ich bin Pokémon nehmen. Ich sollte mich zunächst einmal vorstellen. Gestatten, mein Name ist Heinz, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Bären gegessen, die in der Lobby auslagen. Das sind übrigens keine Bären, das sind Äpfel, aber okay. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Achso, deswegen ist auch nichts in der Lobby los, weil die alle hier sind.
Aber meine Kombinationsaufgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Ich hab's zu Stoffrit. Ich erinnere dich hiermit zu meinem Assistenten. Nimm die Aussage der drei Verdächtigen auf. Okay. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was? Die Bären? Ich hab sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Also dieser Lief ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg am Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit den Bären zurückhalten. Du hattest auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit deinen Gedanken gezogen zu werden, oder was? Ich glaube, hier gab es eine riesige Menge Bären, die hätte ich nie im Leben alle essen können. Ein Raffel! Ha? Da ist es ja. Wo warst du denn? Hat schon das Pokémon von dem kleinen Jungen zu sein, ne? Raff, raff! Unser Mond herum kippt eine große Menge Bärensaft. Nachdem ich alle was gehört habe, kenne ich nur den Schuldigen. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Was? Wieso ich? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis, aber Leute haben uns ausgeschlossen und verstanden ist so scharf wie die Laufsteine eines Burrenta. Hä? Das gibt aber keinen Sinn. Sie sind ein Hochstapler. Ja, bitte? Ich bin kein Hochstapler. Ich bin ein Meister der Gerichte. Der ist doch total inkompetent. Klar, du wie Hau. Ich bin schockiert. Moment halt. Ich ein Hochstapler. Ist unverschämt, da tritt mir die Tränen in die Augen. Ist dieses Pokémon der Täter? Ja, natürlich ist es Pokémon der Täter. Hallo? Was? Raffel ist der Täter? Raffel? Oh, ich hab recht. Sein Mund ist ganz vollgeschmiert. Es hat ganz klar Bären gefressen. Tatsächlich, es ist völlig verklebt vom Bärensaft. Oh, diese verschiedene Stimme. Naja. Bah. Das hab ich schon mal was denn auch nicht erwartet. Jetzt zur Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast. Eine Großlinse. Ach, ausgezeichnet. Ich bin überglücklich. Nun denn, alle miteinander. Leben Sie wohl. Hey, stehen geblieben. Ich weiß nicht warum, aber ich laufe ihm einfach mal hinterher. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Danke, dass du den Fall mit dem Bären gelöst hast. Ich habe Raffel ordentlich ausgeschimpft. Ja, das, so, okay. Dann haben wir das weiter hier, ne? Dann haben wir das große Szenario aufgelöst hier in diesem Hotel. Das, was ich eben eigentlich noch gemacht haben wollte in der letzten Folge. So, und hier ist noch ein, Wanderer. Oder Anhalter, wie auch immer. Bei einem Geräusch, wenn jemand ein Stück Kreide über die Tafel kann, dreht sich von mir der Mann um. Das klingt so, als würde sie gerade schreien. Hier, nimm diese Thermo, dann kannst du selbst vielleicht die Geräusche hören. Ja. Wir kriegen die Tiere mit den Kreideschrei. Ja, ein Kreideschrei. Wenn du sowas mitten in der Nacht aus dem Schlaf schreist, schießt man bestimmt Kreide bei euch an der Angst raus. Glaube ich, kommt daher auch der Name. Jo, gut. Und dann haben wir hier noch ein Tänzer. Oder ein Sänger. Tränen sind eine starke Waffe. Wenn ich jemanden weinen sehe, bin ich sofort schwach und gebe nach. Wärst du gerne in der Lage, einen solchen Attack einzusetzen? Und zwar mit der T-47 Ruftrainer. Ich denke, die Spezialverteidigung. Ich bin Rocker, meine Mucke. Tja, der fängt die Herzen zu taffer Kerle. Und drüben zu Tränen putzt sie meine Perle. Doch ist eins ist mir zuwider, und zwar Drucktränen auf meine Lieder. Hast du da die ganzen Pikachus hier rumlaufen? In meinem Team sind nur Pikachu. Wenn die noch nicht mal den Titel des Champs? Oh cool, da muss ich gegen mich kämpfen. Cool. Ja, ich hatte jetzt nicht wirklich die Chance, mit dem Pikachu von Octatoll sonst eigentlich kein Problem damit machen. Falls wir gegen so Leute kämpfen sollen. Ich weiß nicht, ob wir den Titel des Champs verteidigen dürfen. Aber ja, gut. Dann haben wir das Thema mit dem Modell auch abgeschlossen. Als nächstes geht es für uns weiter. Moment. In den Schlummerwald zurück. Da, wo wir schon mal her waren. Da schon mal waren. Denn jetzt beginnt. Also nicht jetzt, in der nächsten Folge. Beginnt die große After-Story mit der
Werthold und Schildrich. Obwohl, warte mal, wir reisen mal ganz kurz aus der Score City, weil dann muss ich nicht in der. Jetzt einfach kurz abbrechen. So, wir müssen dann nicht dann abbrechen, weil ich will mir noch was holen. Und zwar bekommt ihr das in Score City. Und zwar müsst ihr dafür zum Rose Tower. Alles erledigt, den haben wir ja komplett erkundet, das liegt. Ja, wir waren ziemlich gründlich, was das betrifft. Ich muss mal gerade kurz gucken, überlegen, wo jetzt für der Aufzug war. Da. Wir müssen jetzt nicht kurz. Zum Kampfturm, genau. Da müsst ihr jetzt hin. Also früher ist es Monster, jetzt ist es der Kampfturm. Auch den Kampfturm werden wir noch machen, wenn wir noch so weit sind. Weil auch das habe ich im Pokémon Schild nicht angeschnitten, nicht angesprochen. Deswegen machen wir es hier. Und zwar müsst ihr dafür hier rein. Auch hier haben wir alles eingesammelt an Items. Wir haben so 2-3 Items da rum. Und zwar müsst ihr nach links. Und zwar mit dieser Liga angeschnitten sprechen. Elektrodes aktiviert. Das sollte die Stromrechnung reduzieren. Ich hätte das gerade wohl erst beim Typ 0 sich entwickelt. Ah, hallo Champcat. Lass mich doch einmal ganz herzlich zu deinem Sieg gratulieren. Zu diesem Anlass möchte ich dir seltene Pokémon Typ 0 schenken. Ja, das kennen wir aus Pokémon. Aus. Alola. Genau. So, wir bekommen Typ 0 und dafür den Eintrag. Jetzt vom Typ Normal. In eine PC-Box. So, das Pokémon brauchen wir nicht. Ah, und diese Disc gehört auch noch dazu. Als wäre das. Hat Typ sich am entwickelt? Ändert sich sein Typ, nachdem welche Disk du ihm tragen gibst. Genau, das wollen wir noch machen. Das Pokémon hier holen, das könnt ihr machen. Und dann geht es hier hinten weiter irgendwo mit dem Kampfturm. Aber das machen wir, wie gesagt, dann zu einem anderen Zeitpunkt, wenn wir den nächsten Teil der Abschlussstory erledigt haben. Und zwar die Geschichte um Schwerdrich und. Ne, ach. Schwerdrich. Die zwei brauchen wir. Müssen wir noch besiegen und dazu müssen wir zurück nach Völlingham. Ne, nach Erkut. Ja, doch, nach Völlingham, genau. Das ist richtig. So, reisen wir quasi dahin, wo wir zurück wo wir angefangen haben. Und hier wollen wir noch. So, ich lasse mich kurz von meiner Mutter noch heilen. Und dann machen wir Feierabend vor heute. Mutti, ich brauche jemanden, der mich heilt. Ja. Oh, das sieht so aus, als könnte er eine große Pause gebrauchen. Gut, das macht was aus. Ja. Ich kann den Winkel verblasen. Mit einem Meisterball kann man doch garantiert das Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du auch mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Ja, aber bisher kam es noch nicht dazu. Auch das gute. Indynalos. Haben wir damals nicht im Meisterball gefangen. Wir haben sogar mal ein Pokéball gefangen. Wie es der Champ auch versucht hat. Nur bei uns hat es geklappt, bei ihm nicht. Gut, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Teil der Afterstory, mit dem Beginn der neuen rätselhaften Ereignisse. Bis dann. Tschüss.